Wo, ihr Pferdenerds, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast dabei. Das ist nämlich die Kirsa. Hallöchen. Ja. Und ja, wer bist du? Was machst du? Ja, hallo. Ich bin Agrarbiologin, Hufpflegerin und mache eine Pferdephysiotherapieausbildung. Und ich zeige euch heute ein bisschen was über die dorsopalmare Balance des Pferdes. Klingt spannend und vor allen Dingen kompliziert. Was ist das? Ja, die dorsopalmare Balance, da geht es im Prinzip darum, die dorsale Seite ist im Prinzip die Vorderseite hier des unteren Beines und die palmare Seite die hintere Seite. Möchte ich euch, damit wir auch überhaupt hier über dieselben Sachen reden, einfach mal ein paar Begriffe erstmal erklären für den Huf. Und einmal haben wir logischerweise hier die Hornwand. So, dann haben wir hier vorne den Bereich der Zehe, das ist hier die Trachte, das hier. Hier haben wir die Eckstreben, dann den Strahl. Einmal hier die äußere Strahlfurche, die mittlere Strahlfurche. Dann hier hinten den Ballenbereich und natürlich hier die Sohle. Und bei der Sohle ist so, das, was da ist, wenn das Zerfallshorn weg ist, da ist hier jetzt nichts mehr, ist die funktionale Sohle. Und dann kann man hier noch schön sehen, dass wir hier in diesem Bereich einen Tragrandüberstand haben. Also das ist hier der Tragrand und hier haben wir einen Tragrandüberstand. Ist das mal von hier? Ja, so, und dann ist das alles gerade sehr trocken und sehr hart und deswegen ein bisschen schwierig. So, und hier haben wir dann die weiße Linie drin. Kann man hier vielleicht so ein bisschen erkennen. So, und das sind jetzt erstmal die Begriffe für einen Huf. Und jetzt würde ich euch mal anfangen zu zeigen, woran man sieht, ob das Pferd in der dorsopalmaren Balance steht. Und da haben wir erstmal, dass das Pferd, wenn wir das ausgeschnitten haben, ungefähr 50% Stütz, 50% Hebel haben sollte. Der Stützteil ist der hintere Teil des Hufes, also dieser Teil hier. Der Hebelteil ist der vordere Teil des Hufes und das bezieht sich auf den Drehpunkt des Hufgelenkes. Jetzt können wir natürlich da nicht reingucken, aber wir haben hier ein kleines Maß. Man kann hier den Finger so reinlegen und dann darunter das Lot fällen. So, das machen wir mal hier mit einem kleinen Stift. Finger reinlegen, Lot fällen und dann sehen wir ungefähr, ob der Huf in 50% Stütz zu Hebel ist. Das ist schon mal so der erste Eindruck. Dann sollte die Zehenfesselachse gerade sein. Das heißt, ich nehme parallel zur Hufwand meinen Stift und das muss ich dann hier oben in die Fesselachse fortsetzen. Und da sehen wir, dass die Fessel einen Tacken steiler steht. Mhm. Hier haben wir die Huf und da haben wir die Fessel. Mhm. Das heißt, die Fesselachse ist leicht gebrochen in diesem Fall. Das ist immer ein bisschen schwierig zu erkennen, wenn man jetzt Laie ist, da sich natürlich die Sehnen und Bänder auch ein bisschen anpassen können. Natürlich nicht so wie eine Muskulatur, aber ein bisschen kompensieren kann das. Zumindest im Stand und im Schritt, im Trab geht es dann nicht mehr. Das heißt aber, ich habe jetzt hier schon mal einen Hinweis, dass da irgendwas nicht ganz in der Balance ist. So, und dann gucke ich hier nochmal unter das Pferd. Geht nochmal hoch, Chico. Ist fein. Und da kann ich jetzt sehen, Stift, dass ich hier eben diesen Tragrandüberstand habe. Vorne an der Zehe kaum, hier hinten schon. Das heißt, für mich ist der Tragrand jetzt zu lang. Und wir nehmen den dann auch gleich mal runter. Und dann werdet ihr sehen, dass der Huf dann schon mehr in der, oder er steht, wird dann in der dorsopalmaren Balance auch stehen. Ja gut, ich bin jetzt gerade ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ja, die Tracht ist zu lang, der Tragrand kommt raus. Ist das jetzt schlimm? Naja, schlimm ist natürlich relativ. Also wir haben jetzt hier ein Bauhofpferd, das kann meistens das noch recht gut kompensieren, aber natürlich hat sowas auch für ein Bauhofpferd Folgen. Und die erste Folge ist mal, dass so ein Pferd dann gerne anfängt, wenn sowas länger besteht, auch rückständig zu stehen. Man kann sich das relativ einfach vorstellen, wenn ich also mich auf meine Zehenstelle, so, ja, was passiert? Mein Gewicht geht nach vorne. Ja, und die Beine wandern nach hinten. Nach hinten gefühlt, ne? Also genau. Steht halt nicht mehr im Lot das Bein, genau. Sondern er schiebt die Beine nach hinten. Genau, und das ist beim Pferd natürlich dann auch nicht anders. So. Ja.
Dann ist es so, dass das Auf- und Abfußen beeinflusst wird. Mhm. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, also für uns kommt ein Pferd erstmal sichtbar plan auf, also wenn es gesund ist, ja. Ein gesundes Pferd. So, das heißt, das Pferd kommt quasi, ich sag mal so, so gerade auf und rollt dann ab. Mhm. Wenn ich jetzt die Trachte zu hoch lasse, dann kommt das Pferd erstmal mit der Trachte auf, muss es ja, kommt also mit der Trachte auf, rollt dann nach vorne und rollt dann über die Zehe ab. Das also heißt, wie so Clownsschuhe so ein bisschen, so platsch, platsch. Genau, das heißt, ich habe im Prinzip das Abfußen ganz leicht verzögert. Das ist nicht viel. Das sieht man auch bei vielen Pferden jetzt unbedingt nicht so extrem. Bei Tinkern, Haflingern kann man das manchmal gut sehen, weil die von der Schulter her steiler gestellt sind. Die dann wirklich eine Trachtenfußung dann auch bekommen, wenn die Trachte zu lang ist. Die Folge ist, das Pferd fängt an zu schlurfen, es fängt an zu stolpern oder es dreht sich eben unter Umständen auch von hinten nach vorne rein. Weil es ja eigentlich hinten ist es meistens kein Problem, hinten schneller wird als vorne. Ah. So. Längerfristig ist es natürlich auch so, das können wir jetzt vielleicht hier mal eben kurz am Pferd zeigen. Ja, immer. Also man kann sich dabei auch vergegenwärtigen, dass alle Strecker und Beuger des Zehengelenkes, also alles, was hier den unteren Bereich quasi beugt und streckt, setzt hier oben an der innen- oder äußeren Seite des Ellbogengelenkes an. Das heißt natürlich, dass alles, was ich an einer Stellung unten ändere, wirkt sich damit auch weiter nach oben aus und wirkt sich irgendwann auch auf den Rücken aus. Das heißt, längerfristig hat sowas dann natürlich für ein Pferd eben schon Folgen und führt dann eben auch zu muskulären Problemen. So, jetzt machen wir Chico hier mal ein bisschen die Trachten kürzer. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass ein Pferd, das beschlagen ist, das dann keine Möglichkeit hat, sich da noch ein bisschen durch Abrieb das anders hinzulaufen oder für das Pferd besser hinzulaufen, dann doch leidet, wenn die Trachten zu lang sind. Genauso ist es auch der Grund, warum Keile ein No-Go sind. Wenn mein Pferd ordentlich gemacht ist, braucht es keine Keile. Sind Keile für die Korrektur von irgendetwas sinnvoll? Keile sind eigentlich für nichts sinnvoll. Also Keile führen, also ist es so, wenn ich jetzt eine zu hohe Trachte habe, bei Chico ist das jetzt nicht das Problem, aber wenn ich eine zu hohe Trachte habe, führt das natürlich auch zu einer stärkeren Belastung in dem Bereich und dass die Trachte einzieht und Keile verstärken das, dass ich also schneller einen Zwanghuf bekomme. Hm. Wie gesagt, sie bringen das Pferd aus den eben genannten Gründen aus der Balance raus. Also es ist so, Ausnahmen sind natürlich akute Zustände. Wenn ich eben eine Hufrehe habe oder vielleicht einen Hufbeinbruch, dann würde man ein Pferd auch hochstellen. Aber wir reden hier ja erstmal über das gesunde Pferd und nicht über akute, krankhafte Zustände. Ja. Das ist dann wieder ein anderes Thema. Ja, okay, gut. An der Seite nehme ich ihn hier auch ein bisschen raus. Dann bricht das jetzt gerade, wenn es trocken ist, nicht so schnell aus. Da muss man aber ein bisschen gucken, dass die Pferde dann, gerade wenn das Quarterhorse sind, nicht so schnell anfangen, fühlig zu laufen. Also ein bisschen vorsichtig sein. Und wenn Steffi dann hinterher meckert, dass ihr Pferd fühlig läuft, dann weiß ich, es war ein bisschen doll an den Seiten. Aber wie gesagt, hat jetzt bei dem Wetter den Vorteil, dass das Pferd einfach da an der Stelle nicht so schnell auch ausbricht. So, dann machen wir hier noch ein bisschen, gehen wir hier noch ein bisschen in Abrollrichtung vor. Wie gesagt, da es ein Quarterhorse ist und Egrecht seine niedliche Hufe hat, machen wir das alles ein bisschen vorsichtiger. Und dann setzen wir ihn erstmal wieder runter. So, ich zeige euch jetzt nochmal, wenn wir nochmal die Zehenfesselachse hier angucken, dann kann man sehen, wenn ich hier meinen Stift nochmal parallel zur Hufwand halte, was ich jetzt gucken muss, dass es passt. So. Dass man dann sieht, hoffe ich, dass die Zehe und Fessel, dass das eine Linie ist und wir keine gebrochene Achse mehr haben. Was ich so in meinem Alltag so erlebe, ist, dass viele Kunden zu mir kommen und sagen, du Kirse, da hat solche lange Zehe. Dann gucke ich mir das Pferd an und dann sehe ich das, was wir bei Chico gesehen haben, dass an dem Huf vorne an der Zehe eigentlich gar kein Tragrandüberstand mehr oder kein nennenswerter Tragrandüberstand ist. Und was die Kunden dann meinen, ist, dass das Pferd von der Winkelung zu flach steht. Und dafür, um das nachzumessen, kann man ein Winkelmesser nehmen. Den zeige ich euch gleich mal. Zum Messen von der Hufwinkelung ein Winkelmesser.
Und man sagt, dass der Vorderhuf etwa 45 bis 50 Grad von der Winkelung sein sollte, der Hinterhuf 50 bis 55 Grad. Wobei es auf den absoluten Wert da im Prinzip nicht ankommt, sondern es kann auch ein Pferd ein bisschen flacher stehen, sondern wichtig ist, dass der Hinterhuf steiler steht als der Vorderhuf. Und jetzt können wir mal hier bei Chico mal messen. Komm mal her, Chico, gib mal deinen Huf. So, jetzt haben wir für Chico vorne einen Winkel von 56 Grad. Und das ist schon relativ steil für einen Vorderhuf. Aber auch das ist eben nicht schlimm. So. Was aber natürlich ist, dass ich einen unphysiologisch flachen Winkel haben kann bei einem Pferd. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten oder Gründe, warum das so sein kann. Und zwar zum einen ist es einfach so, dass ich das manchmal während des Wachstums noch ein bisschen hin und her schiebe, dass hinten manchmal ein bisschen flacher und manchmal ein bisschen steiler ist. Dann ist es so, dass Pferde, die älter werden, vielleicht auch schon starken Senkrücken haben, sich gerade hinten im hinteren Bereich einfach zur Kompensation auch so ein bisschen so unterstellen. Und dann habe ich natürlich, wenn das Pferd so hinstellt, habe ich natürlich mehr Bereich auf dem hinteren Teil des Hufes und da ein Huf ja auch nicht statisch ist, wird dann so ein Huf auch einfach ein bisschen flacher in sich. Wie gesagt, bei so einem älteren Pferd müsste man dann da unter Umständen mit leben. Was es aber auch ist, das kann man auch selber machen, indem man sein Pferd einfach schlecht reitet. Haben wir also es geschafft, mein Pferd die Rückenmuskulatur wegzureiten und schön unterhalts hinzureiten, dann wird es einfach auch schlechter stehen und flacher stehen. Und wenn man sonst wieder in Arbeit kommt, kommt auch dieses Pferd hoch. Und das ist eine Sache der Arbeit und nicht irgendwelcher Hufschmiede- oder Hufschmiede-Korrekturgeschichten. Ja, es ist einfach eine Sache des falschen Reitens, weil es ist nicht nur so, dass ein schlechter Huf sich auf den Rücken auswirkt oder ein, sagen wir, nicht in Balance stehender Huf sich auf den Rücken auswirkt, sondern das geht natürlich auch umgekehrt. Hm. Wenn ich also hier keine Rückenmuskulatur hier mehr habe, nicht, dass hier alles verschiebt, das Pferd vielleicht hier in diesem Bereich auch mehr halten muss, ja, dann zieht das natürlich auch andersrum wieder unten zum Huf hin. Ja. So, von daher, alles geht in beide Richtungen dann. Wow, das war jetzt eine ganz schöne Menge zu der, was? Dorsopalmaren-Balance. Dorsopalmaren-Balance. Ich übe das. Ich krieg das noch hin. Nein, aber was ich jetzt eigentlich sehr, sehr schön finde, ist, dass ihr, glaube ich, auch gesehen habt, dass das nicht alles einfach nur die Hufe sind, sondern es noch viel mehr dahinter steckt und da noch viel mehr Zusammenhänge halt auch bestehen und man nicht einfach nur die Hufe macht und dann ist alles schön oder andersrum eben, ja, das Pferd eben auch dementsprechend gearbeitet sein muss, damit das alles vernünftig funktioniert. Es ist halt nicht nur eine Stellschraube, sondern ganz, ganz viele, an denen man was ändern kann. Ja. Ja, ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen und ein bisschen Spaß gemacht. Genau, und wenn ihr irgendwie noch Interesse habt, Fragen habt, dann könnt ihr auch gerne mal auf meine Homepage gucken. Ganz genau, ich blende sie euch hier ein und ich verlinke sie euch auch noch mal in der Infobox, da könnt ihr gerne vorbeischauen. Lasst dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben da und ich habe gehört, wir haben da noch mehr Themen, alles was so mit Hufen und sowas zu tun hat. Lasst gerne Fragen, Kommentare und so weiter da, wenn euch das weiter interessiert, auf jeden Fall Däumchen nach oben. Und dann könnt ihr hier noch ein anderes Video finden und gerne noch ein Abo dalassen. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.